oder? Ja, können wir auch machen, ja. Okay. Hallo wieder zurück bei Let's Play Rome Total War 2 Against mit mir auf dem Kanal vom Tobi. Ah, schön. Letztes Mal war es, hatte ich vorhin schon gesagt, und dann hatte mein Internet sich gedacht so, hey, yo, start mal kurz neu, stört ja gerade nicht, oder? genau. Jetzt demnach nochmal. Letzte Folge war nicht so ereignisreich und jetzt halt gucken wir, ob wir irgendwo eine Schlacht herkriegen. Und ich habe schon eine Idee, wo. Ich hoffe nur, dass das dann nicht wieder so ein Ding ist, was so eindeutig ist, dass ich es automatisch spiele. Genau. So. Jo, mal schauen. Dann latschst du mal da in die Stadt rein. Und, ah ja, genau. Hier hatte ich dann die ganzen... ...inspiratorischen Krimskrams wollte ich gerade machen. Oh, das ist cool. Okay, und jetzt habe ich eh keine Kohle mehr, heißt... Wir müssen uns die Kohle irgendwo anders holen. Wo sind die Kohlen? Los, geh rein da. Geht nicht, oder was? Okay. Ich weiß, aber plündern kann ich jetzt auch nicht mehr. Ah. Ich dachte, ich hatte deine Reichweite auf der Kampagne. Ja, egal. Dann war das eine sehr ereignisreiche Runde meinerseits. Super. Danke fürs Du. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ah, warte. Da gab's noch irgendwas mit Charaktereigenschaftsbericht. Oh. Da misstraut jemand Fremden. Oh nein. So. Und Runde beenden. Voll der Rassist hier. Gucken, was die anderen machen. Ja, Fremde muss ja nicht unbedingt heißen Ausländer. Doch. Doch. Wir müssen immer gleich einen Teufel an die Wand malen. Wir haben Krieg. Das Brett steht bereit und alle Figuren sind an ihrem Platz. Okay, das viel Spaß. Chimera haben mir gerade den Krieg erklärt, was mir ganz taugt eigentlich. Wer hat dir den Krieg erklärt? Chimera. Die sind nördlich des Toten Meers. Neues. Ja, ist mir egal. Ja, bei mir ist jetzt gerade so, weißt du, der Typ, der meine, der so vor Peller stand, ja, ist jetzt wieder zurück in die Stadt, wo ich jetzt gerade fast reingelaufen wäre, aber so gerade so nicht rein konnte. Oh, das nervt immer so, wenn man, also wenn der Gegner oder die KI einen richtig geilen Zug hätte und die dann einfach nicht macht. Ja. Also für einen selbst ist es dann in dem Moment cool, aber es ist halt... Ja, ich hätte es gerade cooler gefunden, wenn Appella angegriffen hätte, weil... Ja. Kannst du es ja verteidigen, so gesehen. Ja. Egal, greife ich nächste Runde... Ulpudeva an. So. Hier, Petra hat ein neues Land. Das ist gut. Was mache ich da? Ich mach mal ein bisschen Wohlstand pushen. Gesundheit. So. Dann geht's hier mal weiter. Und nein, der hat sich jetzt eingebunkert, dieser Spaten. Das ist nicht. Rede ich zu leise, dass du mich nicht hörst? Was? Ich hab gefragt, an wen das Gesundheit gerichtet war. Ach so, nee, das kam bei mir gar nicht an.
Ach so, okay. Ja, an dich. Nee, weil es halt so plupp gemacht hat. Das mache ich auch automatisch. Ja, weil ich habe meine Fernbedienung runtergekickt irgendwie. Achso, einfach so. Hatte da gerade irgendwie spontan Bock drauf und dann. Achso, ja, okay. So, das war die epische Schlacht, von der wir sprachen. Genau. Das Ding ist halt, wenn wir Schlachten spielen, die wir nicht automatisch machen, dann ist halt im Grunde eine Folge von dem LP immer Schlacht. Ja, eigentlich schon, ne? Also. Also außer das sind irgendwie nur so kleine oder so. Ja, halt ganz viele Plänkler-Sachen und so, also. Geplänkel. Das ist ein bisschen blöd. Blanco. Blanco. El Blanco. Ja, ist echt ein bisschen dämlich, aber. Naja. Spätestens wenn wir gegeneinander kämpfen, ist es dann. Dann haben wir wahrscheinlich A ständig Action. So, ja. Und B haben wir dann noch. Jede Folge so eine Schlacht und wir kommen eigentlich überhaupt nicht mehr voran. Ja, könnte sehr gut sein. Oh. Errichtet eine Blockade. Ist das die Garnison? Ja, die Garnison ist ein bisschen groß. Egal. So. Ich wollte noch was für meine Fraktion machen. Und zwar den mal. Warte. Der wird mal verheiratet. Sehr schön. Und bekommt noch die Kavallerie. Dann Ease da, wird auch verheiratet. Wobei der schon 55 ist, aber er kann sicher noch Kinder bekommen. Sie wird auch verheiratet. Sie wird auch verheiratet. Oder noch nicht. Er wird auch verheiratet oder auch noch nicht. Sie auch noch nicht, aber die werden alle befördert, damit sie eine Heirat machen können. Ich brauche mehr Kinder. So. Ja, aber nicht verfügbar. Gut. Ich würde sagen. Ich schau mal kurz da nach. Sohn eigentlich umbenennen? Was umbenennen? Naja, weil bei mir heißt die Familie ist Dynastie der Agiaden. Ja. Kann man das umbenennen? Fraktion? Nee, kann man nicht. Weil da war irgendwann mal ein Update und danach hieß das so und davor hatte das einen cooleren Namen. Okay. Ja, oder hieß es irgendwie, hieß halt die Nachfahren des Herakles oder so. Mhm. Was ja Sinn macht, weil die Könige von Sparta geglaubt haben, direkt Nachkommen von. Genau, ja. Irgendwer hat Frieden verhandelt mit Rom. So Kurdis. Ja. Ja. Okay. Nicht mehr vor Dings geschützt. Es gibt mehr Ruhm für irgendeinen von meinen Charakteren. Achso, nee, das nimmst du. Ein entferntes Familienmitglied zeigt Anzeichen für Größe. Trotz seines Alters ist der Junge ein geborener Anführer. Adoptieren! Ich brauche mehr Soldaten! Wird adaptiert. Rein, Junge.
Oh. Ja, der hat aber halt fast Fullstack da. Dickes Stück. Ist das die fette Schlacht? Könnte gut sein, ist eine Eroberung von einer Hauptstadt. Mhm. Also. Jo. Okay, ich glaube, das wird sie. Super. Auch wenn es ziemlich eindeutig ist, weil ich halt jetzt mit mehr als 2000 Mann da reinstelle, aber mit mehr als 4000 ja. Mann da reingehe. Aber hey! Naja. Er hat auch immerhin gut 3000. Eine Hauptstadt, darf man nicht vergessen. Mhm. Na jo, demnach würde ich sagen, wird das eine Belagerung. Dann spiele ich die mal, oder? Kannst du machen, ja. Ich hoffe auf das Beste dann, aber... Tja. Ich muss mir ja meinen Sieg ab und zu auch verdienen. Genau. Ich glaube, ich habe noch nie gegen deine Spartaner gekämpft, ne? Nein. Weil ich immer gesagt habe, so, nee, wenn du spielst, dann, Naja. Aber Hauptsache, du nimmst nicht deine Pikiniere auf die Leiter zuerst. Ja. Na, gut. Das wäre schön blöd. Ja, das machen aber viele sogar. So, ja, Pikiniere sind gut, ja, aber nur, wenn sie in der Phalanx stehen. Ja, genau. Das Lustige ist, es gibt ja bei Befestigung oder Belagerung auch die Taktik, dass man die Gegner einfach auf die Mauer lässt und ihn formieren lässt und dann quasi in der Stadt, in der Innenstadt ihn angreift. Und das ist halt tatsächlich die Stärke von griechischen Armeen. Ja. Weil mit Phalanxen in einer Gasse zu stehen ist halt GG. Ist halt richtig. Deadly. So. Dann. Fällt mir eigentlich ganz. Aber meine Verstärkung kommt. Hin. Ich warte mal, bis du dich aufgestellt hast. Eigentlich Sinn. Siehst du aber nicht, wo ich mich aufstelle, oder? Doch. Ach. Jetzt stellst du dich in Südwesten auf. Oh. Du bist ja in Sichtweite hier. Wenn du dich da aufstellst. Wache! Wache, halte! Dann stelle ich mich mal so auf. Hm. Ach so, sorry, ich habe es überhaupt nicht gefragt, ob du bereit bist. Ach so, ja, denn das macht das ganze Jahr ein bisschen schwerer für mich. Hehe. Weil ich mich jetzt gerade gewundert habe, so, hä? Kommt da nicht normalerweise dann immer so ein Kriegsborn, wenn die Schlacht losgeht, so? Ach so, Ja, normalerweise. Aber du bist ja von mir aus gesehen in Sichtweite. Eigentlich stehst du halt auch auf einer Mauer und ich nicht. Genau.
jetzt vermutlich so hier auch so und dann da dann die ganzen Menschleins. Von da dort und von wer all und knall dir da rein in deine Truppe. So, dann let's go. Ich hoffe, man hört nicht so die Waldarbeiter von mir. Die sind gerade neben mir im Wald. Und Kettensägen da alles rum. Kommen eigentlich jetzt zwei Armeen von dir? Schon, oder? Ja. Okay. Doch, du Schieß. Solo! Wie geht das? Ja, ich glaube, mit einem Brandschuss brauche ich da nicht zu kommen, weil deine Moral ist sowieso unbrechbar. Die Leiter sieht halt aus wie ein Igel. So geil. Damit spieße ich die Truppen von dir auf. Ja, bestimmt. Ja, realistisch wär's. Los, weg da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Speerkämpfer! Freie Herbane! Perfekt euch! Infanterie! Bewegung! Freie Herbane! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wo meint den Rest von deiner Armee? Ruhig doch. Achso.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, siehst du? Komm schon. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Hi. Hallo. Ja, cool, ich habe eine Generalsfrau, Generälin. Voll cool. Die Kämpfe sind bereit. Freie Männer! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ein ziemliches Ringel da oben. Ja. Jetzt wird's eng da. Jetzt wäre für dich so ein Katapult oder so eine Balliste nice. So. Alter, das wäre echt ein bisschen OP dann. So. Bisschen zu. Das ist halt schon krass. Eigentlich wollte ich. Gelten! Unser General wird angegriffen! Ihr seid vielleicht Idioten jetzt. Ja. Alter! Bei mir fängt es schon langsam an zu stocken. Ja, bei mir auch. Ah, da ist er. Oh, du hast deinen General gefunden, verdammt. So.
So, und jetzt ran an den Speck, ihr Lümmel. Thrakischer Krieger! Wie redest du denn mit meinen? Mit meinen geredet? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Surprise! Wer arscht denn hier? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schändlicher. Voll gemein, sowas macht der Computergegner nie. Ja, das stimmt. Warte mal, sind das Britte, ne? Ja, das ist mein General. Ich hab nur eine Berittene. Wow, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich sag ihnen plänkeln und was machen sie? Dein General ist ja auch nicht schlecht, ne? Mit seinen... General Victor! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Thrakische Krieger! Löst euch! Befehle! Weg hier! Zurück, Krieger! Zurück! Bewegung! Na, jetzt fangen meine an zu wanken. Bewegt euch! Thrakische Krieger! Steinschleuderer! Ja, jetzt stehen sie bei mir halt, meine stehen halt jetzt oben in der Phalanx. Achso, ja. Ja. Wobei ich nicht weiß, wo sie Platz hatten, um eine Phalanx zu bilden. Oh, machen sich den Unsere Platz. Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, ihr sollt rennen. Los. Galoppiert bitte. Danke. Los. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eieiei. Riga! Nein, das sind Stücke! Plänkler! Kartoffel! Berei! Freie Männer! Artus Laubo! Holt euch ihre Köpfe! Riga! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, Gott, Krieger! Zum Kampf bereit! Krieger!
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Zeitlupenrennen galoppieren? Hm? Ah, die Pferde, die galoppieren in Zeitlupe. What exactly? Ich habe meinen Bogenschützen gerade gesagt, sie sollen da hochballern, auf die Mauer rauf und sie laufen zu deinen Pferden. Ja, also manchmal ist es echt dämlich, was die da machen. Keine Einheiten angesehen, die auf Leitern sind. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nochmal. Boah, Leute, habt ihr jetzt nicht wirklich... Du hast eine erwischt, ne? Eine Einheit von meiner Kavallerie. Nee, mein Problem ist gerade, ich habe eine Einheit anvisiert und der hat meine komplette Armee anvisiert. Ach so, ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, letzter heroischer Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ach so, war das jetzt der Rest von deiner Armee oder was? Jo. Mal schauen, wie die Verlustzahlen aussehen. Wahrscheinlich nicht ganz so schön, wie ich sie gern hätte. Naja, wir haben relativ gleich viel verloren, ja. Ja. Also du hast auf jeden Fall gut was platt gemacht. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich ausgefallen bin. Also ja. Ich bin mit 5 Einheiten, glaube ich, raus und konnte ziemlich viel platt machen. Ja, halt hauptsächlich meine ganzen Fernkämpfer. Mhm. So. Aber ich muss gut was nachrekrutieren. Das war wie da oben steht, knapper Sieg. Mhm. Also, aber mal schauen, ob und wenn ja, wie viele Einheiten wirklich vernichtet wurden. Ja. Wobei bei Belagerungsgefechten ist das eigentlich meistens höher, weil die Einheiten nicht in der feindlichen Stadt wirklich fliehen können. Ja. Aber ich fand's interessant, dass du kein Tor einnehmen wolltest. Nehmen sehr selten Tore ein, weil das meistens sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Und da an Toren ist die
Also die Türme und so schießen ja auch immer. Ja, ja, und dann Toren hast du gleich zwei davon. Dann meinen Soldaten, wenn ich die da oben auf der Mauer in eine Phalanx krieg, dann schießt mir da niemand mehr in den Rücken. Mhm. Wenn ich die aber hinter einem Tor in die Phalanx stelle, dann schießt mir das Tor in den Rücken. Ja. So. Die Frage ist, ob das nicht, ob sich das nicht lohnt, weil wenn du das Tor einnimmst, erstens schießen dann die zwei Türme für dich und zweitens kannst du so Kavallerie und was weiß ich auch in die Stadt holen. Aber ich habe keine Kavallerie. Ja, also wenn. Ja, ja, klar, wenn ich Kavallerie habe, also zum Beispiel mit meinen Germanen nehme ich schon nehme ich schon Tore ein. Aber mit den Spartanern. Ja. Hey, naja. Das backt bei mir gerade noch ein bisschen. Hast du noch nicht bestätigt oder so? Doch, doch, ich bin schon längst bei, also fertig. Okay, weil bei mir backt der Gegner gerade rum. Wie backt der? Was backt der denn? Naja, kein Kuchen, sondern er zuckt so komisch. Normalerweise würde ja jetzt die Finisher-Animation kommen, aber die kommt nicht. Okay. Also, überhaupt gar, überhaupt nicht. Warte mal, ich glaube, ich kann meine Spionin nicht bewegen, oder? Warum kann ich meine Spionin nicht bewegen? Ist die Animation jetzt schon fertig? Nein, sie findet gar nicht erst statt. Ach so. Der Gegner zuckt da die ganze Zeit nur rum, hat irgendwelche spastischen Anfälle, keine Ahnung. Okay. Und tut sonst gar nichts. Also das wird für dich sehr schön anzuschauen, wenn du meine Videodatei kriegst. Das ist... Ja, das Problem ist halt, ich kann nichts machen. Ich kann auch die Runde nicht beenden oder so. Kann meine Truppen irgendwo hinschicken? Ja, wenn der quasi in der Animation stecken geblieben ist, ist ja klar, dass... Ja, ja, genau. Frage, was machen wir jetzt? Weil, wie gesagt, ich kann nichts tun, außer mir das anzugucken, fröhlich. Was wir machen können, ist, dass wir eben beenden oder neu starten und dann halt das Gefecht dann nicht mehr spielen, sondern automatisch machen, weil automatisch war ja auch, glaube ja, ich, 80% oder so. Ja, okay. Dann Hauptmenü, oder? Ja, dann Hauptmenü. Oder wenn wir Glück haben, hat das gespeichert. Nee, glaube nicht. Der speichert von sich aus nur Anfang der Runde, beziehungsweise Ende der Runde. Okay. Gut, dann, mache ich kurz Abmod und dann sehen wir uns. Genau, danke fürs Zuschauen. Die Schlacht war ja ziemlich geil, aber der PC findet es nicht geil. Oder der war sauer, dass der Jake gewonnen hat. Ich habe es ja eigentlich so programmiert, dass ich die Kampagne gewinne. Naja. Ja, und das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen weird. Ja, die sehen ja das bei dir jetzt gerade. Genau, dann würde ich sagen, machen wir das offscreen und dann die nächste Folge geht dann da weiter. Genau. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye! Servus! Jawohl. Gut. Dann. Ja, das Hauptmenü und Switch. Genau.